Achtung, hier kommt der gelenkigste Straßenbahnfahrer Deutschlands. Peter Wirth alias der Bahnbabo. Muskelprotz, Entertainer und Poet. Das Leben ist manchmal ein Spagat. Mal ist es leicht, mal ist es hart. Doch bist du biegsam wie der Baum im Wind. Kein Lebenssturm dich je bezwingt. Unser Reporter Yannick Schäfer besucht den Bahnbabo in seiner Heimatstadt Frankfurt, wo der 61-Jährige inzwischen Kultstatus genießt. Das ist der berühmteste Frankfurter Straßenbahnfahrer. Ich fahre gerne mit dem Bahnbabo. Ob in der Stadt oder auf seinen Straßenbahnfahrten, der Bahnbabo wird überall erkannt, muss ein Selfie nach dem anderen machen. Für ihn beginnt all das, als er vor 10 Jahren von Jugendlichen in der Straßenbahn beleidigt wird und sie spontan zu einem Fitnesswettkampf herausfordert. Und da habe ich ihnen was vorgemacht, sogenannte Dips. Und die sind hart. Ich lege da 60 vor, das ist noch relativ wenig und das sieht sehr locker aus. Der vermeintlich Stärkste geht zwischen die Sitze, macht seine Dips, fällt nach 22 Wiederholungen durch wie eine reife Pflaume vom Baum. Dann sagt der eine Junge zu mir, also du bist massiv, du bist stabil, du bist Klotz, du bist der Bahnbabo. Und so ist dieses Wort geboren worden. Danach posten vor allem Jugendliche immer wieder Fotos mit dem Bahnbabo und machen ihn zu einer Frankfurter Berühmtheit. Für Muckis wie Arnold Schwarzenegger ist er bekannt, aber steckt auch wirklich so viel dahinter, wie er behauptet? Das will unser Reporter jetzt mal genauer herausfinden. Peter, was würdest du denn sagen, wenn ich dich jetzt zu einer kleinen Liegestütz-Challenge hier herausfordere? Ja, können wir machen, kein Thema, gerne. Wie viele Liegestütze schaffst du denn? Ich weiß es nicht, ich mach das ja eigentlich nicht, aber wir können gerne probieren. Genau, ist klar. Der Oberarmvergleich lässt einen klaren Favoriten vermuten. Yannick gibt sich trotzdem siegessicher. Jetzt ist vorbei mit Bahnbabo. Hier ist der richtige Fitness-King. Los geht's. Allzu lange dauert das Duell aber dann doch nicht. Einer geht noch. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. War knapp? War knapp. Dann sagst du heute Feierabend. Nee, hier ist noch nicht Feierabend. Der Bahnbabo hat nämlich noch mehr zu bieten. Im März tritt er sogar bei der Oberbürgermeisterwahl an mit einem sensationellen Ergebnis. Über 10.000 Frankfurter wählen den parteilosen Peter Wirth. Damit bekommt er mehr Stimmen als die FDP oder die Linke. Naja, ich denke einfach, dass die Menschen in dieser Stadt mal jemandem eine Stimme geben wollten, der aus ihren Reihen ist. Jemand, der wie ich auf der Bahn sitzt, seit 35 Jahren durch diese Stadt fährt, diese Stadt und die Menschen kennt. Und zwar wirklich kennt. Und nicht jemand, der außen vorsteht, der nicht mal weiß, was eine Fahrkarte kostet. Zum Bürgermeister reicht es am Ende zwar nicht, doch eine andere Sache liegt dem Bahnbabo noch viel mehr am Herzen. Ja, Leute, wir sind hier bei Mein Lichtblick, dem fantastischen Verein der Kinderwünsche. Letzte Wünsche erfüllt. Das hier, das sind die Wünsche, die ich erfüllt habe. Peter Wirth selbst lebt mit seiner Frau in einer Einzimmerwohnung, verdient nicht viel Geld. Trotzdem spendet er immer wieder Großteile seines Gehalts an kranke Kinder. Heute will er dem Frühchen Hayley helfen. Hayley, Leute, 600 Gramm schwer, 24. Woche. Ja, ihr seht das, ihr hört das an meiner Stimme. Es emotionalisiert mich. Dieses Kind musste jetzt aber in die Intensivpflege nach Wölfersheim. Und das sind von Dietzenbach aus 80 Kilometer für die Mutter. Und diese Mutter hat leider keine Möglichkeit gehabt, regelmäßig zu ihrem Kind zu fahren. Einfach weil die finanziellen Mittel nicht da waren. Deswegen spendet Peter Wirth heute aus eigener Tasche 500 Euro an die Mutter von Hayley und hilft damit einem weiteren Kind. Dann muss der Bahnbabo aber auch schon wieder Fahrgäste von A nach B befördern. Im kommenden Jahr will er in Rente gehen und wirbt deshalb heute schon für Nachwuchs. Wenn ihr gechillt da vorne drin sitzen wollt, wenn ihr diesen Job machen wollt, dann bitte jetzt bewerben. Sagt der Bahnbabo, hat euch geschickt. Für uns geht der Tag zu Ende. Aber natürlich hat der 61-Jährige noch einen speziellen Abschiedsgruß parat. Liebe geht raus an alle ZuschauerInnen von Frühstücksfernsehen, Sat.1. Ich grüße euch. Peter Wirth, alias der Bahnbabo. Bis zur Rente im nächsten Jahr bleibt er wohl der außergewöhnlichste Straßenbahnfahrer Deutschlands.